Tag 5 auf dem Jakobsweg. Heute regnet es mal zur Abwechslung. Yeah, ich freue mich. Aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt nur, wie heißt das? Schlechte Kleidung. Schlechte Kleidung. Wir sind bestens ausgestattet. So sieht das aus, wenn man romantisch pilgert in Kronenburg. Wir befinden uns im Kronenburger Umland. Wunderschöne Landschaft, sehr weit. Nur der Regen hat leider begonnen. Mal sehen, wann er aufhört. Und ob wir relativ trocken heute nach Prüm kommen. Den ersten Anstieg haben wir genommen. Wir sind jetzt 2 Kilometer von Kronenburg entfernt. Wenn ich hier mal reinzoome, sieht man, wo wir heute Nacht geschlafen haben. Und zwar in dem rechten der beiden Herrenhäuser. Da hatten wir ein Upgrade bekommen, weil ich Geburtstag hatte. Und dann haben wir uns den Swimmingpool im linken Haus gegönnt. Da gab es einen Infinity Pool, da konnte man direkt über die Brüstung in die Eifel reingucken. Das war was ganz Besonderes. Haben dann noch lecker am Campingplatz gegessen. Aber es war wirklich nicht schlecht. Und heute geht es dann frohgemut weiter nach Prüm. Noch etwa 20 bis 25 Kilometer. Dann dürften wir auch da sein. Hier in der Gegend könnte eine Wasserscheide sein, da muss man mal drüber klettern. Und auch die Prüm Airbase ist, glaube ich, hier um die Ecke. Jetzt geht es mal wieder bergan. Prüm. Dann haben wir Echternach noch auf dem Programm und dann sind wir schon fast in Trier. Vor Trier gibt es noch eine Pilgerherberge. Da kann man wohl übernachten auf Donativo-Basis. Gucken, ob wir das auch noch mitnehmen. Wir haben ja jetzt noch den Donnerstag, also 4 Tage haben wir noch. Müssen wir mal gucken, wie wir das alles planen. Aber es ist auf jeden Fall erfrischend, hier morgens in dem leichten Nieselregen zu laufen. Nur die Füße sind leider schon nass. Und da ist die Blasengefahr natürlich erhöht. Heute Morgen sind wir mal wieder auf die Strecke. Und ich muss sagen, es tut sehr gut. Es war wieder eine gute Abwechslung. Weil wir die letzten 3 Tage nicht oder nur halbwegs gepilgert sind. Weil ich am ersten Tag leider 2 dicke Blasen bekommen hatte, konnten wir an Tag 2 und 3 nur etwa die Hälfte abreißen. Und haben gestern an meinem Geburtstag dann einen ganzen Pausentag hingelegt. Wir wollten schon fast abbrechen, oder ich wollte fast abbrechen. Konnte einfach nicht mehr. Aber dann haben wir abends eine Blase aufgestochen von mir. Die andere war zu dem Zeitpunkt schon fast verheilt. Haben uns dann nochmal einen Ruhetag gegönnt, gestern, der sehr schön war in Kronenburg. Da gibt es schöne Cafés und so ein kleines mittelalterliches Dörfchen mitten in der Eifel. Und heute sind wir frohgemut wieder unterwegs. Wir haben ja noch 4 Tage Zeit anzukommen. Vielleicht verkürzen wir trotzdem noch mal zwischendurch ganz auf den Spur von Harpe. Der hat ja auch ab und zu mal das Taxi genommen. Wir wollen auf jeden Fall noch Echternach sehen und auch Trier. Da vorne an dem Baum, kann man das vielleicht schon erkennen, ist so ein Pilgersymbol. Das ist ein Wegweiser und die gibt es hier sehr zahlreich. Man kann sich hier praktisch nicht verlaufen und nur aufgrund dieser blauen Schilder mit der gelben Muschel drin orientieren. Also das Buch, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, damit man es auch erkennen kann. Das Pilgerbuch braucht man fast gar nicht dafür, für den Weg. Hier sieht man so ein Pilgersymbol, der auch gut mit dem Pfeil anpasst. Hi! Wir sind kurz vor Ormond, haben ungefähr noch 20 Kilometer auf der Uhr. Hi. Es ist alles nass und das mit dem Regen ist nicht schön, aber wir machen weiter, weil wir es können und weil wir Urlaub haben. Jetzt kommt der spannendste Teil vom ganzen Kölner Jakobsweg. Ihr seid schon ganz gespannt, nicht wahr? Nach 100 Meter, dann kommt der Höhepunkt des Caminos.
unglaublich, was sich da vor uns auftut. Nicht mehr lange. Nur noch eine kleine Abzweigung, dann sind wir da. Das ist unfassbar. Unglaublich, zu was für großen Taten die Natur fähig ist. Da ist man plötzlich, kommt man von der Hauptstraße, mitten im Nirgendwo, hat Pferdeduschen gesehen und dann sowas. Dann sowas. Die Furt. Zur Mittagspause. Wir haben jetzt schon ein paar sehr feuchte Kilometer hinter uns. Gleich sind wir aber in Ormond. Wir sehen schon das Ortsschild. Und dann werden erstmal trockene Unterkunft gesucht, wo wir dann noch ein bisschen was zwischen die Kiemen bewegen. Wir stehen jetzt kurz hinter Ormond. Wir sind jetzt weiter auf dem Weg nach Brandenbrett. Haben uns dafür entschieden, die 18 Kilometer noch runter zu rocken, trotz Regen, trotz Nässe, trotz kalten Füßen. Und vor allem trotz der Tatsache, dass es in Ormond nichts zu essen gab. Ja, das ist das Wichtigste in Städten. Hier ist so eine genannte Höckerlinie, Typ 1938. Tatsache ist, dass zwischen Basel und Kleve 17.000 Bunker errichtet wurden. Und zwischendurch immer wieder solche Höcker-Anlagen, um Panzer abzuhalten.